Willkommen, meine lieben Freunde. Einige hatten mich schon vor langer Zeit darum gebeten. Roland, zeig uns doch mal, wie du bei Satisfactory, wie das alles bei dir von Anfang an, damit man da auch mal hinterkommt, wie du da überhaupt hingekommen bist. Da habe ich gesagt, ich habe eigentlich nicht die Zeit dazu und ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, ob sich das denn die Leute auch angucken, weil als krankhafter Perfektionist, so wie ich mich ja beschreibe, ist das immer so eine Sache beim Zugucken. Meine Anmo-Leute, die kennen das von mir, das kann schön werden, aber manche denken sich, boah, ey, lass doch einfach so stehen. Aber gut, wir fangen heute von vorne an. Ich starte immer im nördlichen Wald. Nicht, weil ich mich da gut auskenne oder weil es da schön ist und die meisten Ressourcen gibt. Nein. Es geht darum, ich habe da genau einen Platz ungefähr in der Mitte. Ja, nicht rechts, nicht links, oben, unten, irgendwo, genau in der Mitte. Und darum geht es mir. Da könnten auch gar keine Ressourcen sein, da könnte gar nichts sein. Ich würde trotzdem genau dort starten, weil es genau dort gut ist. Das Problem ist, ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Hub Upgrade 6, Landing Platform Ah ja, ich Hydraulics habe übrigens completed. Shader Tatoi loading über. initialized. Brauche ich nicht. Congratulations, you Ich have glaube, ich completed gehe in die offloading richtige and Richtung. achieved the absolute minimum skill level Ich required hoffe. of a Fix-It Pioneer. Fix-It looks forward to your future achievements because a future Nein. with Fix-It is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in Sind the hub, 800? and Ich item weiß nicht, in welche inventories Richtung ich can now muss. be built individually. Your first official objective is to Ich erkenne auch initiate gerade nichts project wieder. assembly by building the space Das elevator. ist, glaube ich, gerade This mein Problem. objective will take a significant amount of resources, so Fix-It recommends getting to Das sind die work. 800 Meter in die Richtung. Tausend Meter, 700 Meter. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Aber ich weiß es nicht mehr. Macht nichts. Wir ratschen jetzt erstmal wieder durch die Landschaft. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ja, doch, das ist richtig. Da sind die zwei Punkte. Ja, keine Panik auf der Titanic, wir sind richtig. Wäre auch schön, wenn wir hier nebenbei noch irgendwas absahen können. Ja, gehen wir mal nicht auf den Sack. Ja, ich weiß, dass ich jetzt. Potential edible collected. If Ich laufe erstmal consumed allem before davon. authorized, Tschüss. it's Oh, compatible eine with the Erdbeere. human digestive system Irgendwie by ist meine Fix-It. Maus The zu schnell, ne? consumer is responsible for any and all Geh consequences. weg und lass mich in Ruhe. Store this potential resource for Ja, later komm auch hier use. runter. Vielleicht wäre hier so ein Teil. Ja. Okay. Ich glaube, ich sollte mal meine Waffe ausrüsten, sonst wird das hier nichts mehr. Na los, komm. Ich hätte auch die Tiere, ne? Brauche ich noch nicht aufsammeln. Aber die Schnecke nehme ich mit. Die Schnecke nehme ich mit. Den Pilz nehme ich This mit. semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and Oh storing Gott, energy wo from its liegen jetzt surroundings. hier Sachen? Studying this could provide new methods for improving fix-it production line efficiency. Ich muss Store erstmal this potential meinen resource Punkt for later finden. Der use. ist da drüben. Soll das Potential edible überspringen? could just because it looks like Ja, it's ist ja edible richtig. does not mean store this. Laber uns mal hier nicht zu. Okay, ich weiß, ich hatte nur einen Punkt aus dem Kopf, so ein Mist. Hier unten muss irgendwo noch eine Schnecke rumliegen. Ja, Karte aus dem Kopf, ne? Das ist immer so eine Sache. Okay, die Schnecke ist zu. Das wusste ich nicht mehr. Da. Wir sind gleich da. Gleich kannst du losgehen. Wäre so witzig, wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Hilft, der hat schon ausgemacht, hat gesagt, jo. Danke. Ja, ist ja gut. Geh mir doch nicht auf den Sack. Samples Ja, du of bist doch new alien eingesammelt. species acquired.
Notable features are blunt teeth. Er macht hier drauf auch Sinn. Irgendwie ist mir meine Maus zu schnell, aber ich weiß nicht warum. Mausgeschwindigkeit. Machen wir das mal auf 3. Natürlich geht das nicht. Ich möchte eine glatte Zahl haben. Ja, ne, 30 ist ein bisschen viel. So, übernehmen. Ja, ist besser. Ich höre das Ding ran. Ach, da oben. Ja, gut. Zurzeit brauchen wir das Ding noch nicht, aber... erstmal egal. So, immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit. Hier ist zumindest der Punkt, wo ich anfangen will zu bauen. Und da hinten oben liegt ein abgestürztes Teil. Da will ich jetzt ganz kurz hin. Ich glaube, dass man das auch ohne irgendwas aufmachen kann. Aber mir geht es um das Zeug, was da so drumrum liegt. Darum geht es mir. Und eigentlich ist es clever, wenn ich hier jetzt eigentlich erstmal so eine Stunde umherrenne und die ganzen Sachen, die drumrum liegen, erstmal einsammle. Ist, glaube ich, aber auch für die meisten jetzt ein bisschen zu dämlich. Ich werde auch bestimmte Sachen dann überspringen, wo wir dann ein bisschen warten müssen. Das ist nachher der Fall. Wenn ich, naja, komm mal. Nur komm. Das kann jetzt noch ewig so weitergehen. Nur komm. Ich hab Zeit, oder? Betten, der kommt hier hoch. Na, ah, der hängt fest. Glauben Sie, er hat das alles geplant oder nimmt das einfach so hier kommt? Ich liebe diesen Spruch und der trifft auf mich so oft zu, das ist der Wahnsinn. Gut, war gleich schon ein bisschen Zeug. Wunderbar. Nun beginnt es also. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Das dauert sowieso ewig, das Spiel. Deswegen können sich alle zurücklegen, ein bisschen Popcorn holen. Ich werde es überleben. Okay. Meine Baufläche. Mein Hub hier wieder hin. Weg, 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 weg. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch ein bisschen länger mache. Ich bin mal clever und stell's hier hin. Also ich glaube, dass ich clever bin. Was werden wir dann wissen, wenn es soweit ist? Von der Seite rein? Oder ist es mir egal? Selbst hiermit habe ich schon Schwierigkeiten. Okay. Stell's das mal hin. Das ist auch so ein Problem, was viele Leute haben. Ja, wenn sie dann erstmal anfangen. Habe es jetzt so gebaut, dass das Ding... Ich wusste es. Ich kann es nicht leiden. Es ist einfach... Es ist... Eigentlich ist es vollkommen egal. Ja, ich stelle ihn jetzt hier drüben hin. Okay, dann kann er mir wenigstens nicht um den Sack gehen. Also hoffe ich jedenfalls. So. Ich lasse es jetzt einfach stehen. Ich krieg's nicht hin. Wetten, den treffe ich auch noch? Nee, der ist schnell genug. Ja. So geht's dann schon los, ne? Also das Wichtigste ist jetzt erstmal... Base brauchen wir nicht. So ein Unsinn. Wir brauchen Förderband, effizienter. Die Lifts brauchen wir eigentlich noch nicht. Was können wir dann so bauen? Schon alles bauen? Ewigkeit nicht mehr von vorne angefangen. Gut, hier ist der gute Kalkstein. Den. Ohne den läuft's nicht. Ah ja, ich muss das ja auch noch ändern.
Du kommst auf die 1. Ich weiß nicht mehr, was auf der 2 war, aber ich glaube ein Förderband. Ist erstmal egal. Jetzt mal alles freiräumen. Viele setzen ja dann diesen normalen Minder hin und machen da dann schon. Nicht mit mir. Auf gar keinen Fall, da bin ich viel zu faul für. Das Ding jetzt kaputt, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich kann schon draufsetzen, sehr gut. Ich baue nämlich gleich los. Sonst macht das hier überhaupt gar keinen Sinn. Am liebsten würde ich das hier... Da ist der Strich. Wunderbar. Ohne den läuft es nicht. Zack, zack. So, jetzt könnte ich natürlich ihn da hinten schon mit anschließen. Kann das über die beiden laufen lassen. Ja, können wir machen. Normalerweise baue ich gleich so ein Teil, aber... Kann ja auch hier drüben... Mit dem lustigen Motor erstmal... machen und dann geht's. Gut, Kalkstein, den erstmal umstellen. Dann kann das hier gleich losgehen. Ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit wäre echt nicht schlecht. Zum Anfang ist halt viel Laufen, ne? Büsche sammeln. Los! Läuft alles? 5 braucht der. Der braucht 4. Gut. 9. Wie viel habe ich noch? dann schließen wir den hinten an. Da war noch der Kollege rumrennt. Ein bisschen haben wir noch. 20. Gut, das heißt, wir können also noch 2 locker bauen, ohne dass hier irgendwas abgeht. Entschuldigen Sie, Sir. Gehen Sie mal weg. Das ist reines Eisen, also ich glaube, das war auch reines, ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Also es ist schon geil hier, alleine wegen den Ressourcen, das ist auch wahrscheinlich vom Macher der Map genauso gewollt, dass man hier baut, weil hier gibt es glaube ich 5-6 Eisenerze in der Nähe, zweimal Kalkstein, also was willst du eigentlich noch mehr? Ja, bis auf Kohle kannst du hier erstmal ganz prima mit allem arbeiten. So, zack. Das geht ja auch alles recht fix in Sachen Bauen. Ich das heute nochmal alles ausgewählt kriege und ordentlich hingesetzt. Wäre schon schön, wenn es ungefähr gerade ist. Und dann kann es nämlich gar nicht leiden, wenn das so... Und wenn Pflanzen dazwischen stehen, das kann er auch nicht leiden. Und so ein Vogel kann er auch nicht leiden. Kannst du überhaupt was leiden? Nein. Die Ausrichtung wird nachher auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber dann kommen wir da dazu, wenn es soweit ist. Okay. Muss man nicht hinterfragen. Einfach so hinnehmen. Gut, wir haben Eisen, wir haben das. Wollen wir dann wirklich mit dem Fundament am Geh runter da? Fundamente, ja gut, fangen wir an. Wir brauchen Beton und wir brauchen vor allen Dingen brauchen wir eigentlich genügend Gemüse hier, damit das hier ordentlich läuft. Oh, das geht relativ fix. Wir helfen mal ein bisschen mit, dann geht's schneller. Mehr will ich auch erstmal nicht anschmeißen, das Ding bringt ja nur 20, daher lassen wir das erstmal alles so.
Kann das sein, dass ich hier schon... Ich habe ja schon 200 Platten da. Hohoho. Ja, mit viel Geduld. Warum baue ich jetzt erstmal eigentlich die? Ich müsste doch eigentlich nur noch ein paar Dinger bauen und dann bin ich ja schon durch. Dann hab ich's doch schon. Also Ziel ist es eigentlich, zuerst die Kohlekraftwerke zu kriegen. Finde ich, ist absolut logisch und anders würde ich es auch keinem empfehlen. Direkt durch und dann wird das schon irgendwie werden, ne? Bam, 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 bam. Ja, komm. Wir brauchen garantiert gleich noch welche. Aber zunächst einmal, zack. Na, komm. Gut, was sagst du da hinten? Ich bin geneigt, mir hier gleich ein Förderband und mir ein Dings hinzustellen, nur damit ich das direkt vor Ort habe. Ja, da brauchen wir es noch nicht, aber hier könnte man es theoretisch machen. Ja, der wird noch nicht so viel haben, ne? Mein Guter. Ich habe schon eine Schnecke, aber Energiezellen, glaube ich, haben wir noch nicht. 40, du produzierst 60, ne? Ich könnte ja also ein bisschen was mopsen und mithelfen. Fürs Erste. Oh, das sieht doch gut aus. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Stimmt, es bleibt wieder einer übrig. Ist ja 3. 3-1. Ich bin auch gespannt, wie viele Feder ich mache. Also ich mache ja, ich will jetzt nicht sagen, wahnsinnig viele Feder sind manche, aber sind immer so ein paar dumme Feder, wo ich mir immer sage, hätte man dran denken können. Ja, immer so Kleinigkeiten, wo ich mir sage, okay, wir haben es gleich. Wollen wir das Kupfer schon anschließen, aber dafür haben wir nicht genug Zeug. Machen wir nochmal ein bisschen Eisenerz. Danach hole ich mir die Barren gleich von hinten. Er hat von hinten gesagt, ha ja, sehr lustig. Und dann stelle ich mir auch gleich schon die Biomasse her. Weil die ist deutlich effektiver. Ich arbeite relativ viel mit der Biomasse, versuche aber die Umwelt, also ich bin wirklich, ich bin hier einer von Greenpeace, ne? Also ich fäll nur die Bäume, die unbedingt sein müssen, ansonsten mache ich hier keinen auf, ne? Regenwald abholzen. Muss nicht sein, mache ich nicht. Bin ich ein Guter. Glauben Sie, er hat das alles geplant oder nimmt das einfach so, wie es kommt? Das musst du vom Timing aber auch erstmal hinkriegen, dass du wirklich genau in der Sekunde vorbeikommst, ja, wo es gerade läuft. Schon sexy, ich sag's ja, das ist unglaublich. Manchmal wieder ein Gefühl drin, da denkst du, ich krieg diese Pflanze nicht angeklickt, naja, was soll's. So, also... Hier, großes Gebäude, muss ich natürlich genau die Kante treffen, so groß wie möglich. Das ist hier auch mein... Wie erkläre ich das besser am besten? Mein Gebäude für... die Weltraumproduktion, also für die... Spezialherstellung von den Sachen, die so brauchen. Die brauchst du ja nur einmal. Deswegen ist mir das hier nicht ganz so wichtig. Ja, wenn das mal nicht ganz so perfekt steht, hinten muss es dann definitiv... ganz, ganz systematisch, symmetrisch, alles gut geplant sein. Ich werde diesmal auch eine andere Strategie fahren. Das Ganze nochmal ein bisschen größer machen, mit noch mehr Freiraum. Werd da definitiv das mit den Hallen, ich sage es nicht effizienter gestalten, aber versuchen, das Ganze abteilungsmäßig anders zu strukturieren. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich
gleich die ersten Bauteile fertig und dann können wir schon loslegen. Zack, will ich ihm wieder ein und... Na komm, die 18 kann ich ihm klauen. Dann mache ich es mir hier selber. Ich arbeite auch erstmal sehr minimal von allem eins und dann muss das auch erstmal irgendwie reichen. So, Thema erledigt. Jetzt mal ein bisschen Baumaterialien herstellen, sonst geht hier nichts. Ich stelle mal nur Eisenstangen her. Obwohl. War nicht so clever. Ich habe ja gar keine Metallplatten. Naja, das wäre auch nicht so gut. Gut, nochmal fix den Beton fertig machen. Ja, ich mache gerne Handarbeit. Da weiß man wenigstens, dass man es richtig macht. Hört sich komisch an. Soll auch so. Okay, das Ding ist erstmal voll. Das ist schon mal gut. Müsste so bei 80 sein. Nein, er ist bei 55. Na gut. Okay. 35 Sekunden ist der Kollege zurück. Wir brauchen jetzt Fundamente. Jetzt wird's lustig. Erstmal warte ich noch auf den Kollegen. Der ist ja gleich wieder da. Wie ich es nicht leiden kann, dass er durch die Textur abhaut, aber ist okay. Hier ist Platz, da muss die Fabrik hin, das geht nicht anders. Logistik. Wollen wir das schon machen, oder? Erstmal Objekte, erstmal Inventarplätze. Verdammt, da brauchen wir Kupfer und wir kriegen die Karte. Kupfer, ich muss das Kupfer holen. Jetzt beginnt der lustige Teil. Wir müssen da hinten ans Kupfer ran. Das ist ganz weit hin. So, dann bin ich natürlich jemand, der so wenig wie möglich bauen möchte. Das ist auch wieder so eine Sache. Das heißt, ich versuche hier immer das Maximum auszureizen. Das wird mir oft genug auf die Füße fallen. Ja. Im Grunde genommen Reichweite minus 3 Meter so ungefähr. Mir ist das jetzt egal. Ach komm. Wir beide wissen, wie es ausgeht. Wo denn? Buschcampen hier. Ich habe es nie verstanden, warum hier Leute in der Wüste anfangen oder so. Also, naja, gut, Wüste ist viel Eisen. Ja, ist okay, da müssen wir ja auch noch hin, aber... Ich würde es nicht anders machen, nachher, ich brauche ja Beton. Kleinen Moment noch, gleich geht's los. Es ist viel umherwandern. Die erste Stunde. Es geht halt nicht schneller. So, na komm, das reicht doch erstmal. Wenn ich das Ding jetzt gleich anschließe, haben wir natürlich keinen Strom mehr. Jetzt gleich noch so ein Bio-Schredderer hier hinstellen. So, zack. Den werde ich natürlich schon mal so nah wie möglich an meinen Verein ranführen. Denn wozu haben wir ein Förderband, wenn ich hier, ne? Das nicht nutze. Der läuft dann schon gerne. So, okay, will ich das Ding dann gleich hier, ja. Obwohl, ich kann den auch hier direkt hinstellen. Ah, aber die Höhe ist gut. Die Höhe ist gut. Nee, nee, das machen wir schon so. Ja, ich mag's nicht, wenn es immer so durch die Textur geht.
Kann nicht schneiden. Gar nicht. Wenn wir den jetzt anschließen, dann ist schon... Aber der dürfte ja noch nicht funktionieren, weil noch nichts läuft. Aber wenn ich den jetzt anschließe, dann ist Schluss mit lustig. Dann müsste er rumweinen, ne? Wir wissen alle, was kommt. Sag jetzt nicht, das Ding funktioniert. Willst du mich verarschen? Der hat 9, der müsste 5 haben. Das heißt, es dürfte gar nicht mehr gehen. Ach ja, weil hinten der Dings nicht mehr funktioniert, ja. Ja, das macht Sinn. Okay. Dann lassen wir jetzt alles so stehen, wie es ist. Müssen aufs Kupfer warten, brauchen nur ein bisschen Draht. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Hoppala und hoppili. Und hoppala und hoppili. Draht immer ganz wichtig, ohne Draht geht nichts. Und diesmal habe ich mir auch vorgenommen, noch mehr Eisen zu nutzen. Deutlich mehr Eisen als vorher. Hört sich lächerlich an, aber ich habe eigentlich schon viel Eisen genutzt. Es könnte aber noch mehr sein. Ja, gut, also den müssen wir jetzt erstmal so kurz stehen lassen. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Ich habe, glaube ich, ja doch, Kupfer kommt. Geht los. Könnte man theoretisch hier auch gleich ihn mit anstellen. So, schön aufeinander. Wird natürlich noch nicht angeschmissen, weil wir wissen ja, ich habe keinen Strom mehr. Kann jetzt gucken, ob ich schon den Bio... Reicht gerade so? Okay. Könnte man sogar noch mit dem Lager verbinden, wenn man will. Ja, dann kann er trotzdem so stehen bleiben. Erstmal ist es egal. Hier könnte dann noch ein zweiter stehen. Ich glaube, der produziert auch 30. Das ist schon geil. Ja. Ja, komm. Obwohl. Rein von der... Eigentlich ist es egal, aber... ist okay so. Können wir? Halt, ich muss erst herstellen. Mal ein bisschen Gemüse. Ich brauche Biomasse. So. Deswegen diese mobilen Miner, die aufzustellen hier... Oder dann immer was abholen, kann man machen. Bin ich kein Fan von. Wir haben jetzt Strom. Wie viel Strom haben wir? Müssen so. Verbrauchen tun wir momentan 22. Das heißt, wir sind erstmal hier richtig gut im Fokus. Jetzt können wir den hier hinten auch wieder anschmeißen. Und weil wir ja genug Strom haben, kriegt der Papa hier. Eben gerade hat er mir noch einen angezeigt, ja. Mach. Es ist eigentlich vollkommen egal, aber es muss halt gerade sein. Okay, kann losgehen. Erstmal mit Metallplatten, würde ich sagen. Trotzdem mobse ich dir mal kurz 90. Muss mir meine eigenen Stangen herstellen. Dann stellen wir uns noch ein paar Schrauben her. Und die geben wir dann gleich ab.
Wie viel Schrauben haben wir? 152. Dann müssen wir ein bisschen warten, geht nicht anders. Kommen wir nicht drum rum. Mir ist ganz wichtig, immer ganz viel Strom, auch gleich zu Anfang. Hauptsache irgendwie. So Spezialsachen mache ich gerne. Ja, so Masken herstellen, Munition und so, das kommt bei mir ganz, ganz spät, dass ich da überhaupt nachdenke, das herzustellen. Irgendwie dafür eine Fabrik aufzubauen. Irgendwann. So, reicht mir erstmal. Zack. Die anderen zwei Sachen werden ja gebaut. Läuft's denn so? Ja, das läuft doch. Eine Frage, du brauchst 30 und du stellst auch 30 her. Das ist 1-1, ne? Ja, ja. Und du machst bei Rhein erst 60, ne? Nee, 120, das sind schon die tollen. Ah ja. Halt, ich will doch nur das Gemüse da wegklappen. Ist doch schade, dass es nicht nachwächst. Also zumindest die Büsche könnten ja mal irgendwie, ne, so ein bisschen. Wieso hast du keinen Strom? Weil der hier hinten nicht angeschlossen ist, du Trottel. Okay, das macht Sinn. Jetzt geht's los. So, ja, so Kleinigkeiten passiert immer wieder. Wie viel Strom haben wir? 25. Wir nutzen erst die Hälfte. Wir könnten theoretisch den noch ausstellen. Na, du produzierst ja nur 20, richtig? Oh, 35 brauche er. Ja, ist ja richtig, tut mir leid. Eben gerade hat er 30 angezeigt. Wenn er so schwankt, das kann ich aber gar nicht leiden. Ordentliche Konstanz reinbringen.